Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Death Stranding. So, freue mich richtig. Wir können jetzt gleich mit dem Moped fahren. Was wir auch direkt machen werden. Raus hier. Bibi ist online. Sah die Welt vor Hunderten von Millionen von Jahren aus. Es gab nur einen großen Kontinent. Und weißt du, was das ist? Der Mond. Bald zeige ich dir den echten. Versprochen. Weite Welt wirst du erkunden können. Alles wird dir offen stehen. Auch der Mond. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Daddy den Kleinen, glaube ich, gar nicht abgeben wollte, damit er als Bibi, also so gesehen, als Bibi benutzt wird. Vielleicht wollte er ihn schützen und für sich behalten, sag ich mal, dass er nicht rausgeht oder so, ich weiß es nicht. Es kommt mir auf jeden Fall so vor. Und ich merke gerade, ich habe keine Schuhe an. Nee, war hier. Immer. Hallo? Achso, ich muss X bestätigen. Ich vermute mal, dass er den Kleinen geheim halten wollte. Aber die Frage ist jetzt, wie sind sie denn trotzdem an den Kleinen gekommen? Lass uns mal überraschen. So, jetzt muss ich erstmal einen mobilen Generator bauen. So, Brücke, Wachturm, Generator. Ah, die Dinge sind aber ziemlich ramponiert aus, wenn ihr mich fragt. Können wir auch reparieren? Konstruktion abgeschlossen. Oh doch, das Laden geht ja doch ziemlich flott. Tag, ich bin Manu. So. Ja. Und es ist natürlich praktisch, dass wir die erste Fracht hier vor uns haben. Können wir. Oh ne, oh Gott. So fahren wir die nur kaputt. Also heißt, wir müssen jetzt hier erstmal absteigen. Ich muss mir die Beine vertreten. Und dann? An der Hand halten. Fracht an den Rücken verlagern oder. Aufs Moped. Okay. Dann können wir so wieder drauf. Alles klar. Ah, trotzdem repariert. Fahrzeuge verfügen über eine Haltbarkeit und fahren nicht mehr, wenn diese erschöpft ist. Die Haltbarkeit wird wiederhergestellt, indem man ein Fahrzeug in der Garage abstellt. Um ein Fahrzeug dort abzustellen, musst du es auf den Fahrzeugaufzug parken. Dann machen wir direkt mal. Fahrzeuge lassen sich nicht mit Behältern. Also da haben wir uns schon irgendwo auf. Ich glaube das doch nicht. Hallo. So und jetzt? Abstellen und dann wartet oder wie? Oh, warte mal, Privatraum. Mal gucken, ob das mitgeht jetzt. Deine Arbeit wird.
Oh doch. Es wird in die Garage abgestellt. Na gut. Och, so anstrengend war er jetzt nicht. Du hast doch jetzt schon gepennt. Nix, nix. Sofort weiter. Hopp, hopp. Tree wieder repariert. Guten Morgen, Sam. Wird bestimmt jetzt lustig, auch eine Route zu finden, um da, um heile in Kippenort City anzukommen. Weil ich denke mal, die ganze Steine, die ganze Hügel, der Platz, wo wir herfahren, das wird auch nicht gerade wenig sein oder wenig Belastung für die Karre sein. Ach, guck mal, mit neuer Lackierung. So. Fahrzeug benutzen. Ich denke mal, die haben direkt der Automatik mit aufgeladen. Beschleunigen, bremsen, Boost, Reifen durchdrehen lassen. Lenken und springen kann die Karre auch. Ja, cool. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob dazu, ob die Batterie dann auch so lange hält. Ich meine, wenn ich sehe, dass wir freie Bahn haben, könnte ich mir jetzt gerne machen. Es sei denn, ein Paket läuft mir beim Weg. Ich muss mir die Beine vertreten. Hallo? Ich frage mich, wie viel die Kiste tragen kann. Beziehungsweise ich auf die Kiste aufladen kann. Ah, es geht los. Ich sehe mich jetzt schon 50 Mal absteigen. Oh, geht, das können wir so mitnehmen. Weiter geht's. Okay, scheiße. Okay. Hier kannst du ja keinen Boost geben, ey. Raus hier, die Karre direkt dann kaputt. Oh, nee, es geht los. Ne, tun wir hier drauf. Und weiter. Ja, toll. Ein Steinchen, meinst du, das sehe ich? Oh Gott. Es kann nicht besser werden, nur schlimmer. Aufgesammelte Frachtfall. Hä? Wo? Metall kann man eigentlich so nehmen. Das ist eigentlich relativ. Oh, ich stehe jetzt doch da drin. Ich habe nichts gemacht. Aber gut. Aber habe ich Fracht verloren? Ich habe keine Fracht verloren. Oh, ich habe mich wieder verlesen. Ah, ganz gemütlich. Hier können wir nicht mit Fullspeed ran, das haut nicht hin. Ach, und was wieder zufällig so viel haben wir dort gefunden. Okay. Das können wir auch noch mit drauf. Aber den Felsen wird nicht einfach hier. Vor allen Dingen. Ah, wir sind im GD-Gebiet. Nicht GD-Gebiet, sag schon. Mulgebiet. Heißt, wir werden gleich Besuch kriegen. Deswegen werden wir uns mal ganz schnell vom Acker machen. Vielleicht ein bisschen außerhalb. Da kommt schon was. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Stopp. Ein bisschen freie Bahn. Er wird jetzt nicht auf den Fersen kommen. Jetzt warten wir mal kurz ab. Jetzt wird es wieder eine halbe Geschichte. Aber wir sind immer noch im Mulgebiet, doch. Jetzt sind wir raus. Ich glaube, ich hatte mir lieber unten.
vielleicht noch ein bisschen Gas geben. Ich sehe ja schon kommen, dass ich gleich, einen neuen Generator erstellen muss. Damit die Energie nicht reicht bis nach Capital Nord City. Ist ein bisschen heikel mit der Rumfahrerei. Oh, wir sind ein bisschen nicht gerade günstig hier oben. Wir hätten ja aber ruhig mal ein paar Straßen bauen können, ne? Was tun die eigentlich den ganzen Tag? Yippie! Springen wir rüber und ich wollte springen. Er hört den Akku verbraucht. Ja, super. Das wollte ich jetzt auch hören. Oh, aber rapide. Weil nicht mal eben. Also, wir brauchen einen größeren Akku für den Karren. Verloren? Eine nächste Qualle, ne? Ja. Ich hab, wer ist hier mal, ach, hier war eine kleine Straße. Ich muss ein bisschen Gas geben. Yippie! Lass mich durch! Hallo, Brem. Also, der Bremsweg ist schon mal enorm. So. So, jetzt möchte ich gerne alles auf dem Rücken haben. Obwohl ich die Frage stelle, muss ich jetzt alles auf dem Rücken nehmen oder nimmt er die Sachen, die auf dem Moped sind, direkt automatisch mit, wenn ich zum Terminal gehe? Ich soll mal ausprobieren. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mama hat mir Bescheid gegeben, dass ihre Anti-GD-Waffe fertig ist. Oh. Die Prototypen sind Teil deiner nächsten Lieferung. Mit Hilfsgütern für die Einwohner von Port Nord City. Okay. Port Nord City ist recht weit von GD-Gebiet entfernt, aber falls sich GDs nähern, sind die Waffen bestimmt nützlich. Außerdem können sich die Menschen mit ihnen verteidigen, wenn sie außerhalb der Stadt unterwegs sind. Die Lieferung enthält außerdem verschiedene Medikamente, sowie menschliche Spermien und Eizellen. Mm. Dieses Material ist unerlässlich, um die genetische Vielfalt zu erhalten, denn es stammt von außerhalb der großen Bevölkerungszentren lebenden Menschen. Durch Ausnutzung der temporalen Eigenschaften des Chiraliums bleiben sie so lange wie nötig brauchbar. Verbinde den Cupid, wenn die Lieferung abgewickelt ist. Wenn du das erledigt hast, ist die Region über das chirale Netzwerk verbunden. Danach begibst du dich nach Lake Nord City, weshalb die Fracht auch Hilfsgüter für die Leute dort beinhaltet. Natürlich musst du den See überqueren, um dorthin zu gelangen. Okay. Ein zweiter Auftrag, den du dann annehmen musst, enthält alle Einzelheiten. Das wird zweifellos deine bisher längste Auslieferung für uns. Pass auf, dass du alles hast. So, erstmal die verlorene Fracht erstmal wieder aus. Damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Und dann können wir, glaube ich, auch ein, zwei Sachen recyceln. Der Nachteil ist natürlich mit einem Moped, ist, dass wir jetzt nicht so viele Kristalle und sowas einsammeln, ne? Oh, erfahrener Frachthelfer verliehen. Weiter erfolgreiche Lieferungen. Mehr Anvertrauen und Respekt ein. Klasse 2 erreicht. Du erhältst jetzt mehr Likes. So, ich habe noch einen Chip, den ich abliefern kann. Ich bin gespannt.
Ich danke dir von Herzen. Immer wieder gern. Was da immer halt war. Wieder schon. Die folgenden Daten kannst du dir jetzt auf den Handschein ansehen. God of War Original Videogame Soundtrack. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ne, ich bin noch nicht fertig. So, recyceln. Wir können nämlich Metall und Metall recyceln. Und die Kristalle können wir auch... Muss ich nicht auch... Ah ne, die muss ich einlagern, ne? Aha, die muss man separat machen, okay. So, beide Behälter, die Kristalle, das war's eigentlich schon wieder. Auf jeden Fall brauche ich ein paar neue Schuhe. Und dann gucken wir uns direkt mal an mit der, die Waffe, die Mama neu entwickelt hat. Vielen Dank für die Unterstützung. So, aber nämlich haben wir da auch. So, gerade. Ach, das Fahrzeug passt. Aha. Haltbarkeit 99%. Batterie. Okay, was können wir jetzt hier machen? Fahrzeug einlagern, rausholen. Ah, okay. Dann müssen wir uns merken, damit wir auch dementsprechend, wenn wir mal für keine Aufträge, sag ich jetzt mal, wo das Moped nicht unbedingt braucht, dass man da... Habe ich gerade irgendwas von neuer Waffe gehört? Oder muss ich den Auftrag erst annehmen? Kann sein, dass ich den Auftrag erst annehmen muss. Ja, Auftrag für Sam. Dieser Transfusionsbeutel enthält Blut, das dir abgenommen wurde. Mhm. Wenn ausgerüstet, füllt er dein Blut nach und nach auf. Okay. Ein mit Sam Blut gefüllten Beutel rüstest du ihn aus, wird selbst Blutvolumen nach und nach mittels einer Transfusion über die Handschellen wiederhergestellt. Wenn du mehrere Blutbeutel bei dir hast, wird automatisch ein neuer Beutel aktiviert, sobald der aktuelle leer ist. Wenn du eine blutverbrauchende Waffe benutzt, wird das Blut zuerst in Blutbeutel und dann... Ah, das sind Behälter. Okay. Heißt, die Waffen, die ich hauptsächlich benutzen werde, werden entweder aus meinen... Ausscheidungen, wie wir mit für diesen einen Granaten schon herausgefunden haben. Oder hier jetzt auch Blutgranaten, wie ich gerade lese. Okay. Ich würde sagen, machen wir jetzt mal einen, ne? Sam, dies ist unser erster Versuch, eine Anti-GD-Waffe zu entwickeln. Ich musste aus dem, was wir hatten, schnell etwas bauen. Es sind also modifizierte Handgranaten. Mhm. So sollen sie jedenfalls funktionieren. Sie wurden bis jetzt nie im Feld getestet. Wer weiß, vielleicht kannst du als Erster ein GD eliminieren. Und das wäre doch etwas. Aber selbst wenn sie funktionieren, musst du bedenken, dass sie dein Blut enthalten. Ja. Deswegen... Zapfst du zu viel ab, verpasst du dir eine Anämie. Ja, dafür sind die Blutbeutel gedacht. Da stand aber gerade nicht tödlich da unten. Nicht tödliche Anti-GD-Waffe. Na gut, davon machen wir euch jetzt mal auch zwei. Oder habe ich schon welche gekriegt? Weil ich lese jetzt gerade hier Gesamt 2. Vorräte 2. Oh, nochmal einen so. So. Die möchte ich jetzt. Ah, ne, die ist. Ach, nee, die. Das ist ja jetzt schon alles erledigt. Ich will nichts mehr erstellen jetzt. Ich hab da jetzt hergestellt, oder? Ich komme mit dem Menü auch ziemlich durcheinander. Ja, hab ich schon. Hab ich jetzt nicht. Jetzt bin ich komplett raus. Verfügbar. Captain Not City, ja. Auswählen. Habe ich wieder nicht X gedrückt gehalten.
Ausrichtung. Ach so, jetzt verstehe ich. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich ja hergestellt. Nö, nicht einlagern. Wir nehmen den mit. Das wird eine lange Reise, habe ich gehört. So, die ganzen Sperma-Geschichten. Das tun wir erstmal auf Moped. Moped, Moped, Moped. Die Blutgranate. Sam, dies ist unser erster Versuch, eine Antike. Ne, wissen wir doch schon. Ich musste aus dem, was wir hatten. Ja, kennen wir. So sollen sie jedenfalls funktionieren. Wer weiß, aber... Das haben wir schon alles gehört. So, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen an meinen Anzug. Eine rechts. Eine links. So. Behälterspray. Da tun wir natürlich hinten dran. Blutbeutel. Vorratstasche verstauen. Die Frage ist jetzt, füllen die sich selber? Ich hoffe es. Aufbrechen. So, wir können los. Lange Rede, kurz Sinn. In den Rückwärtsgang rein und ab dafür. Stopp. Könnte man sich mal ansehen. Ich habe ein Problem, Leute. Mein Moped ist leer. Fühlt es sich nicht alleine auf, wenn ich hier stehe? Heißt, ich muss jetzt... Oh ne, Kinder, ist wirklich. Heißt, ich muss jetzt erst in den Privatraum, damit er sich auflädt. Probieren wir mal aus. Das ist ja nervig. Ich hätte es gedacht, eher, dass er den direkt automatisch auflädt. Das Problem ist, da kann ich ja nichts bauen. Kein Generator, weil ich ja überall da im Gebiet bin. Ich kann ja nur außerhalb des Gebiets bauen. Naja, so hauen wir uns dann nochmal eine Ich glaube, meine Blutbeutel sind jetzt voll. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme. Da hinten die Behälter füllen sich noch. Ein mit deinem Blut gefüllten Blutbeutel wurde in deine Privatspind gelegt. Aha. Ich dachte, ich habe die. Die füllen sich jetzt schon. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. So, ab dafür. Nee, Kopfbedeckung will ich nicht anziehen. Gefällt mir nicht. So, aufgeladen. Perfekt. Oh, falsche Taste gedrückt. Das liebe ich ja so.
Hilfslieferung. Ah, ich hab das Sperma aufgenommen. So. Jetzt können wir los. Wenn ich nicht wieder die falsche Taste drücke. Was? Du hast nicht? Oh, ich hab so. Du hast nicht genug Gegenstände für den Auftrag. Wie? Ich hab nicht genug Gegenstände. Stopp. Oder weil ich die auf dem Moped habe, werden sie mir jetzt nicht angezeigt. Muss. Ah, weißt du, welche Sperma-Geschichte jetzt auf den Wagen getrimmt habe? Danke! So, warte mal, wir gucken uns jetzt mal an, wo wir jetzt genau hin müssen. Bevor wir uns verlaufen. Nein. So. Boah, ist aber ein ganz schönes Stück, ne? Wir müssen außen rumfahren. Weil ich weiß, hier sind nämlich Berge. Da hatten wir nämlich richtig Probleme gehabt. Oh Gott. Heißt, wir werden auf jeden Fall... Wie war nochmal Punkte setzen? So. So. Da werden wir uns durch GD-Gebiet schlagen müssen. Schnellreisen geht nicht, ne? Hey, löscht jetzt die anderen, wer? Ich kann gar nicht so viele setzen. Oh Gott. Na ja, gut, warte mal, pass auf. Ah. Weil hier, wie ich reinkomme, weiß ich ungefähr. Dann machen wir hier den B. C. Es kann sein, dass wir einmal einen Boxenstopp einlegen müssen. Wir müssen ja nicht hier rüber, würde ich sagen. Oder beziehungsweise hier durch. D. Dann machen wir hier E hin. Ich weiß sonst nicht, wie wir jetzt erstmal durchkommen könnten. Schauen wir mal. Wird schon schief gehen. Bis jetzt haben wir alles hingekriegt, was schief gehen hätte können. So. Ich denke, wir werden bei dem einen nochmal eben Halt machen und da kurz nochmal das Moped aufladen. Verhältnis A. Das ist auch so eine Sache. Ich muss jetzt die ganze Zeit durch das Wasser fahren. Krieg ich das auch hin ohne Bild? Sam. Ja. Dooms gewährt dir Vorteile, die die meisten nicht haben. Die werden? Aber so fähig du auch bist, du gehörst jetzt auch zu Bridges. Eine Organisation, die über Experten in vielen Bereichen verfügt, die alle bereit und willens sind zu helfen. Das Team ist für dich da, Sam. Du musst bloß fragen. Okay. Verstanden? Gut. Hä? Kommt denn jetzt schon wieder? Ach, das ist wieder... Das ärgert mich. Ich drücke auf die Fracht, auf dem Rücken, und, aber solange ich dann die andere Taste noch gedrückt halte... Ich komme mit den Tasten manchmal nicht zurecht. Ich schaue ein bisschen noch durcheinander, aber auch... Auch das kriegen wir hin. Mann. Ich bin's gewohnt, von anderen Spielen die ganze Zeit auf Dreieck zu drücken, um auf ein Fahrzeug einzusteigen. Aber hier muss man Viereck drücken. Okay. Let's go. Das war natürlich wieder optimal. Also beim Sprung braucht er ein bisschen Zeit. Also wenn ich jetzt drücke, ist da ein bisschen Zeit zwischen. Okay. Also ich konnte mir keinen Speed geben.
Das haut nicht hin. Ah, unsere Brücke. Wir kriegen Likes für unsere Brücke. Aber irgendwie bin ich jetzt raus, war hier nicht immer hier GD-Gebiet hier? Ich meine doch schon, oder? Also wenn wir befahren können, sollte ich ein bisschen Gas geben. Oh, 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 oh. Das war nicht gut für die Lieferung. Oder soll ich immer da unten fahren? Das ist auch nicht durchgehend, ne? Nee. Stopp. Okay. So, Manu, Viereck drücken. Perfekt. Ah, gleich kommen wir im Mullgebiet. Oh Gott, direkt vor uns. Können wir umfahren? Und versuchen wir jetzt mal. Es hat geklappt. Nee, ich will jetzt nicht nachgucken. Ist mir zu heikel. Wir nur raus. Mal eben ab. Ah, hier kommt. Das ist aus wie eine Route. Was denn jetzt? Och nein. Ich hab's gerade mein Akkuwelle. Hier ist GD-Gebiet. Da fahren wir jetzt aber mit voller Möhre durch. Ich hoffe, das geht so einfach. Ja, kannst du das? Oder auch nicht? Was jetzt? Nein! Oh nein! Komm los! Ich möchte in die Garage! Oh Gott sei Dank. Oh. Kann ich sehen, in welchem Zustand mein Moped ist? Oder kann ich das nicht beurteilen hier? Nee, ich sehe es jetzt nicht. Likes, Gewicht, Schuhe. BB? Nee, kann man nicht sehen. Auch hier nicht, ne? Nein. So, weiter geht's. Wo ist denn unser nächster Punkt? A, B, C, 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 da ist C. Ich glaube, wir fahren mal ein bisschen hier rüber. Sam, ja? Hartman hier. Hi. Dein Freund und du's Leidensgenosse. Ja. Wie es aussieht, hat unser Leiden mit dem Strand oder vielmehr seine Entdeckung begonnen. Einst beantworteten nur Religion und Philosophie die Frage nach dem Leben, nach dem Tod. Doch als wir von der Existenz des Strandes erfuhren, wurde der Tod greifbarer, erfassbarer. Mhm. Bald tummelten sich die Lebenden an den Küsten des Jenseits, während tote Dinge, gestrandete Dinge, den Weg zu uns fanden. Und dann kam du,
und zahlreiche Theorien von Medizinern und Psychologen, die verzweifelt versuchten, das neue Mysterium der Welt zu erklären. Okay. Die Symptome wurden ordentlich kategorisiert und in Stufen unterteilt. Aber Wiederkehrer wie du sind außerordentlich selten. Euch gebührt eine eigene Klassifizierung. Die Spezialisten müssen sich gedrängelt haben, um einen Blick auf dich zu erhaschen. Was sie wohl herausgefunden haben. Das ist nur Regen. Einsatz spezielle Techniken sowie ein Sorg bei dir rufen. Was? Was passiert? Es regnet, ja, aber. Oh Gott. Das ist nicht gewollt. Karte? Ich kann das auch nicht umfahren, ne? Ich versuche mich mal eher hier links zu halten. Zurück. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, hier ist die Hoppelpiste. Oh Gott. Das schaffe ich doch nie mit dem Ding. Ich glaube, hier muss ich echt am besten zu Fuß weitergehen. Ich würde sagen, dann bringen wir die verlorene Fracht zurück. Und gehen die Sache zu Fuß an, weil ich glaube nicht, dass ich da heile mit dem Ding rüberkomme. Die Frage ist auch, wenn ich jetzt den da in der Garage stelle, ne? Ist er auch nur da in der Garage? Ich glaube nicht, dass er dann auch hier in der Garage ist. Links ist mehr grün. Sollen wir es wagen? Ich meine, BB geht's auch noch gut, das kriegen wir noch hin. Solange ich ihn ein bisschen als Führer habe, geht das ja so ein bisschen. Wir gucken uns ja eben mal, wenn die verlorene Flacht noch holen. Ja, das geht noch. Ich hoffe, dass meine Karre das noch aushält. Ich meine, schön wird das ja, sobald er anfängt zu blinken. Wir halten uns besser ein bisschen rechts. Ah, jetzt halten wir uns ein bisschen. Oh, mittendrin steht nur dabei. Ob das geht, weiß ich nicht. Oh, mittendrin. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir sind gefangen. Das geht. Das war ja klar, das war klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will raus, ich will raus. Ich komm nicht raus, ich komm nicht raus, ich komm nicht raus. Wo führt er uns hin? Oder ist das gewollt? Das ist nicht gewollt. Nicht von meiner Seite aus. Hallo? Was war das? Da sind wir. Wir hätten doch mit dem Moped zurückfahren sollen. Ich hab gedacht, ich komme durch. Kuckuck. Problem ist an den Moped ist die Lieferung, die wir brauchen. Jetzt müssen wir unser Moped suchen, plus die Lieferung.
Und Bibi ist natürlich auch jetzt ziemlich am Arsch. Heißt, wir werden unser Moped schnappen und wir werden zurückfahren, denke ich mal. Wenn das unser Moped ist. Ja, es ist unser Moped. Aber heißt es. Aber guck mal, jetzt ist das GD-Gebiet weg. Aber wenn es jetzt da schwebt, ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Ich weiß, ich bin jetzt gerade mit dem Moped. Das ist bestimmt nicht die beste Lösung, was ich gerade hier mache. Vor allem, was ist denn das? Ach, dadurch ist jetzt ein neuer Krater entstanden. Wie komme ich denn? Hat die nicht gesagt, wir müssen über den Fluss? Da ist jetzt der neue Krater entstanden. Heißt, wir müssen uns rechts halten. Hier hoch. Na komm. Ich glaube, wir müssen da runter. Endlich heile angekommen. So. Ich muss mir die Beine vertreten. Liefern wir mal die Geschichte ab. So, Lieferung. Die angeforderte Fracht wird ausgeliefert. Richtig. Da hast du dir aber einiges aufgeladen. Die Fracht ist in perfektem Zustand. Ungelogen, meinen Respekt hast du. Naja, wenn du wüsstest. Wie viel Schaden hat sie genommen? 1%. 1%. 1%. Das ist doch gut. Das ist gut.
Awesome. Perfekt. Was? Elite-Frachthelfer. Ich kann jetzt mehr Frachten tragen. Also bist du hier, um uns ins chirale Zeitalter zu katapultieren? Ja. Ist das okay? Dann leg mal los, Mann. Darauf warten wir schon seit Ewigkeiten. Ist ein Abwasch. Energie. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, ist mir mal so aufgefallen. Scheiße, guckt euch das an, wo wir noch überall hin müssen. Da haben wir noch was vor uns. Warte. Ja? Wo hast du das her? Was? Den Kleinen. Er sieht aus wie meiner. Wo hast du den her, verdammt? Ach, den? Kann ich wirklich nicht sagen. Aber der kleine Typ kommt mit einer Kapsel, wenn du es genau wissen willst. Und woher hast du die Kapsel? Vigo, von der Leichenentsorgung. Mein kleiner Bruder. Was? Er hat dir einfach einen von ihnen gegeben? Warum? Ich war mit ihm dort, am Ende. Wir transportierten eine Leiche. Es ging alles schief. Überall war ein Gedäsch. Einer von ihnen packte ihn. Also sagte er, ich soll sie nehmen und weglaufen. Ist das so? Also, wer bist du? Du überlebst so eine Katastrophe und machst dann weiter die gleiche Arbeit? Okay. Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Pass gut auf das kleine Kerlchen auf. Er gehört zur Expedition, zu dir. Okay. Das hier solltest du wohl lieber mitnehmen. Mir fällt niemand ein, der es mehr bräuchte. Was ist das? Noch. Noch ein paar Blutbeutel. Ja, da tun wir erstmal. Ich muss solche Sachen jetzt immer hin tun. Die Arme habe ich schon voll. Abladen. Kann ich ihn nicht einfach im Dings tun, im Spind direkt? Das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Warum kann ich jetzt die Sachen, die ich jetzt nicht mitnehmen möchte, nicht einfach in den Spind tun? Ne? Rücken, Werkzeughalter, Anzug, Hand oder abladen. Ja, muss ich wohl abladen. Und dann kann ich das in den Spind tun. Das ist ja nervig. Jetzt mal ernsthaft. Sam, ja? Du hast es geschafft. Hortnord City ist wieder am Netz. Diese Menschen sind Teil der UCA. Ihre Daten ergänzen unser Wissen. Mit ausreichend Zeit und genügend chiralen Druckern können sie Schiffe bauen. Und irgendwann erobern wir die Gewässer zurück, weil du vorangegangen bist. Auch wenn dein Handeln nicht nur gute Folgen hat. Jede Stadt, die den UCA beitritt, wird ein größeres Ziel für die Terroristen. Aber wir müssen die Gefahren akzeptieren und weitermachen. Der Rest Amerikas wartet, Sam.
Er wartet darauf, dass du den ersten Schritt tust und ihn ans chirale Netzwerk anschließt. Du kannst sie erreichen. Vereinige uns wieder. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dran. Hi. Danke. Eine neue Stadt für die UCA, hm? Du willst also über den See und weiter nach Westen? Ja. Haben wir ein Boot? Da musst du dich gedulden. Die Terroristen haben alle Bridges-Boote zerstört. Ah. Das einzige Schiff in der Stadt gehört einer Lieferfirma. Ja. Lieferfirma? Sag jetzt nicht. A Fragile Express. Ganz genau. Hab schon mit ihrem Vertreter geredet. Ich lasse einige der Vorräte, die du uns gebracht hast, auf das Schiff verladen. Die Leute in Lake Nod werden sich bestimmt freuen, dass ihr Hafen angelaufen wird. Dürfte eine Weile her sein. Begib dich zum Hafen, wenn du bereit bist. Er liegt direkt am Verteilerzentrum. Keine Sorge, in Port Nod regnet es nie. Ruh dich ruhig in deinem Raum aus, bevor du aufbrichst. Deine Arbeit... Ja. Ist das immer nur ein Blutbeutel, der wieder gefüllt wird? Oder direkt alle? Ich hoffe. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Viktor Frank erhalten. Mein Bruder. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder auf Tuchfühlung. Dass man alles so einzeln auswählen muss, dass man nicht direkt sagt, mach das, das, das und das, damit das auch erledigt ist. Oh, endlich. Was mir auch aufgefallen ist, je schwerer wir die Sachen, also je mehr Sachen wir mittlerweile am Rücken tragen, ne, achtet mal auf seine Schultern. Seht ihr die roten Streifen, die blauen Flecke? Das alles, wenn wir zu schwere Fracht tragen. Das ist auch cool gemacht. So, wir sind wieder frisch. Ich guck's mal eben Bibi an, ob da alles klar ist. Wie sieht die glücklich aus? Das ist schon mal gut. Und damit würde ich sagen, sind wir auch erstmal wieder am Ende der Folge. Boah, war das wieder was, du. Aber mit dem Moped macht schon Laune. Klar, ob der nicht so gut ist, aber da mit dem Moped bis hingefahren sind. Die Frage ist, ich habe es ja nicht ausprobiert, wie ist das, wenn ich jetzt das Moped in der einen Garage abstelle, ist es dann bei der anderen Garage auch wieder da? Weißt du, genauso wie mit dem Privatspinden, ne? Weil ich jetzt da den Privatspind habe, sind die Sachen ja auch nicht direkt automatisch in den anderen Privatspind. Glaube ich zumindest, bis jetzt so gesehen zu haben. Oder war das nur bei den Briefkästen so? Da muss ich nochmal nachgucken, das ist jetzt zu lange her. Ansonsten... die Sache mit den GDs natürlich wieder. Aber wir haben zum Glück überlebt. Wir haben es überlebt. Wir haben es natürlich neben dem schon wieder geschafft. Haben einen riesen Krater hinterlassen. Sind aber durchgekommen. Sind heile angekommen. Und die Fracht ist auch einigermaßen heil angekommen. So, damit beende ich die Folge.
Wenn dir die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn dir die Folge so gut gefallen hat, dass du mir wieder noch weiter zugucken möchtest, lasst gerne ein Abo da. Passt dir irgendwas nicht oder dementsprechend, oder hast Vorschläge, was ich verbessern könnte, oder dir gefällt das, was ich mache, dann schreib es gerne in den Kommentaren. Das motiviert mich, für euch weiter Videos zu machen. Es macht auch allgemein immer mehr Laune für mich. Weil gerade das Sprechen bei manchen Spielen merke ich, da musst du ein bisschen drauf achten, was du sagst und vor allen Dingen auch, wie du was sagst. Ne? Ich möchte ja auch so einigermaßen hinbekommen, dass es für euch natürlich gut rüberkommt und auch dementsprechend auch, damit es nicht zu langweilig wird oder ich nicht zu viel Driss labern, ne? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.